Vorspiel vor den Abiturprüfungen irgendwo in Rostocks östlicher Altstadt. Susanne Vogt möchte ihren Schülerinnen so die Angst vor dem großen Auftritt nehmen. Auch das Spielen vor Publikum will gelernt sein, meint die private Klavierlehrerin. Musik sei ihre Kunst, so Susanne Vogt. Malen konnte ihr Großvater Toro Balzer. Natürlich finden sich Bilder des 1967 verstorbenen Rostocker Künstlers in ihrer Wohnung. Noch mehr Bilder von Toro Balzer gibt es derzeit in einer Ausstellung des Kunstvereins zu Rostock in der Galerie am Werk 13 zu sehen. Hier trifft die Kunst Balzers. Er wurde 1882 geboren, auf die von Johannes Müller, der von 1935 bis 2012 lebte. Zwei Generationen Rostocker Künstler. Zusammen mit ihrem Mann Gerd hat Susanne Vogt die Ausstellung mitinitiiert. Ich möchte, dass das Erbe meines Großvaters wach bleibt. Und ich möchte, dass die Rostocker sich gerne an ihn erinnern, denn er war ja jemand, der an der großen Stadtschule vielen jungen Menschen den Weg in die Kunst eröffnet hat, dadurch, dass er ihn schauen und den Blick dafür eröffnet hat. Ne? Er war ja viel mit den Schülern auch draußen, was zu der Zeit damals ungewöhnlich war. Man hatte seinen theoretischen Malunterricht in der Schulklasse mit Papier und dann war gut, aber er saß ja draußen zum Beispiel auf der Mauer an der Nikolaikirche und hat mit ihnen draußen gemalt. Als wir hier das erste Mal zusammenkamen im Januar diesen Jahres, da kam Herr Tiedemann mit der Idee, wir könnten also Toro Balzer im Dialog zeigen zu Johannes Müller. Und dabei kam von Frau Müller ins Gespräch, dass ja dort noch eine Staffelei existiert, die Toro Balzer 64 einfach stehen lassen hat. Es gibt auch noch einen Arbeitstisch, der da stehen geblieben ist. Auf dieser Staffelei hat Johannes Müller weitergearbeitet, bis er 2012 starb. Und dann ist die Staffelei weitergegangen an einen Laienkünstler. Frau Müller hat sich darum bemüht, dass sie diese Staffelei hierher bekommen. Und der Laienkünstler hat gesagt, wenn die Ausstellung fertig ist, dann braucht er sie nicht zurück, dann könnte sie in unser Archiv. Und da haben wir gejubelt. Gerd Vogt ist leidenschaftlicher Faktensammler. Von ihm stammt ein Werksverzeichnis zu Toro Balzer mit bisher 900 Einträgen. Darunter Gemälde, Grafiken und Fotografien. Ein Großteil des fotografischen Werkes, aber auch Malerei und Grafik, wurde bei den Bombenangriffen auf Rostock im April 1942 zerstört. Und dann die Fotografie, die ein bisschen untergegangen ist. Jeder kennt in Mecklenburg Eschenburg-Fotograf. Der hat aber seine Fotoausrüstung 1925 oder 26 bekommen. Toro Balzer hat aber schon 1910 Postkartenserien veröffentlicht. Also er ist viel, viel früher dabei gewesen. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es tut mir leid, dass ich erst viel später mich dieser Kunst so zugewandt habe, dass sie mich auch fasziniert. Ich hätte ihn gern persönlich noch gefragt, nach vielen Eindrücken oder Ideen oder so. Und ich bin dankbar für die Kunstwissenschaftler, die seine Sachen auch heute noch so freundlich auslegen, dass sie uns darauf aufmerksam machen, das ist doch ein typisch impressionistischer Einschlag bei diesen Bildern. Oder diese farbenfrohen Bilder aus seiner Italienreise, dass die wirklich bedeutende Sachen hervorbringen. Und darüber bin ich sehr froh. Toro Balzer kam 1908 nach Rostock. Hier erhielt er eine Anstellung als Zeichen- und Sportlehrer an der großen Stadtschule. Studiert hatte er an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. In Rostock machte er sich als Maler und Zeichner schnell einen Namen. Nach wenigen Jahren erste Ausstellungen in der Hansestadt, aber auch in Schwerin. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Balzer Mitbegründer der Vereinigung Rostocker Künstler. 1924 eine Italienreise, die seine Art zu malen deutlich beeinflusste. Nach 1933 flüchtete er sich in die Landschaftsmalerei. Balzer war nicht Mitglied der NSDAP.
Nach der Bombardierung Rostocks erhielt er von der Stadt den Auftrag, die Zerstörung fotografisch zu dokumentieren. Auch seine Aquarelle aus dieser Zeit sind erhalten. Nach dem Krieg blieb Balzer seiner Art zu malen treu. 1964 verließ er Rostock und ging zu seinem Sohn nach Hannover. 1966 sollte er ein letztes Mal zur Hochzeit von Enkelin Susanne nach Rostock zurückkehren. Susanne und Gerd Vogt fühlen sich dem Erbe von Turo Balzer verpflichtet. Zusammen mit dem Rostocker Hartmut Gill entstand in der Edition Schwarzdruck eine kleine Übersicht zu Leben und Werk von Turo Balzer. Hartmut Gill ordnet sein künstlerisches Schaffen so ein: Er hat die Kunst nicht revolutioniert, hat aber einem breiten Publikum diese Landschaft und Städte künstlerisch näher gebracht. Die Klavierschülerin von Susanne Vogt hat bei ihrem Vorspiel in Vorbereitung auf ihre Prüfung vielleicht eines mitgenommen. Bleibe bei dir selbst, lasse dich nicht ablenken. Auch darauf kommt es in der Kunst an. Die Ausstellung von Turo Balzer und Johannes Müller ist noch bis zum 12. Juni in der Galerie Amberg 13 in der Rostocker östlichen Altstadt zu sehen. Es lohnt sich.